Also, Olette, noch einmal. Tschüsselechen. Tschüssikowski! Oh Mann, es hat echt keinen Sinn mit dir. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix 2.5 HD Remix. Im letzten Part wollte ich Olette beibringen, wie man die Verabschiedung meiner Parts macht, aber sie kriegt es nicht auf die Reihe, diese alte Pute. Aber nein, noch viel wichtiger, wir sind jetzt beim Hauptbahnhof und haben kurz König Mickey wirklich getroffen, der uns dann gleich einen Beutel mit Talern in die Hand gedrückt hat, mit denen wir 3 Tickets kaufen konnten. Ganz schön teuer, by the way. Und damit fahren wir dann mit diesem Zug jetzt wo genau hin? Keine Ahnung. Wir sollen einfach einsteigen. Wo uns der Wayne Train hinbringt, finden wir es heraus. Das wird eine lange Reise. Du bereitest dich besser gut vor. In den Zug steigen. Ab an Bord. Los, auf geht's. Wiedersehen. Hey, Sora. Bist du sicher, dass wir uns nicht kennen? Absolut. Wieso fragst du? Ach, nur so. Bist du in Ordnung? Ja. Weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Reiß dich zusammen. Klar, bis bald. Wir wissen alle, von wem diese Träne wirklich kam. Ich bin traurig. Wird Robert Wilder? Ja, besuchen wir Heiner und die anderen bald wieder. Guess that's that. Let's go. Go where? It's not like we have homes to return to. We don't exist, remember? Yes, it's true. We may not have homes. But there is some place I want to go. And someone I want to see. Same here. So, you think you might let us go? I know you're here to get rid of us, but... Tiz wants to get rid of me? Go. You sure about this? I owe you both. For what? Castle Oblivion. You helped us. You don't have to tell me twice. Thank you. Shh.
Und weg ist er. Das war wirklich der Wayne Train schlechthin. Und wer ist das da an der Tür? Okay, irgend so ein fetter Kloß. Ich find's irgendwie ganz cool, dass sie so eine Anspielung an Chain of Memories gemacht haben, weil in der Tat, Namine hat zwar Sora auch abgefuckt im Spiel, aber... Wow, okay, das war ich jetzt nicht. Die Datenrekonstruktionen sind doch schon alle wieder hergestellt. Raste nicht aus, Spiel. Nein, aber sie hat ja auch trotzdem auch wieder geholfen, Sora wieder herzustellen, wie er jetzt ist. Und Axel hat Namine geholfen, Sora zu helfen. Also von daher haben beide wirklich geholfen. Aber woher weiß Ansem das alles? Und warum ist Ansem hier überhaupt? Mann, wir haben ihn doch ausgelöscht. Ich verstehe es immer noch nicht. Donald, was sagst du dazu? Wir sind in den Zug gestiegen und hergekommen, wie der König es gesagt hat. Irgendwas ist seltsam an diesem Ort. Wo sind wir hier bloß? Tja, Moment mal. Wo sind wir? Moment mal. In Birth by Sleep wart ihr beide doch schon hier. Das ergibt gar keinen Sinn, dass du jetzt fragst, wo ihr seid. Ihr wisst ganz genau, wo wir hier sind. Naja. Jemand ist am Eingang des Gebäudes. Abenteuerregel 17. Informationen sammeln. Ja gut, als Verteidigung kann man sagen, das Spiel kam weit vor Birth by Sleep raus. Aber das erinnert ja trotzdem nichts daran, dass Birth by Sleep vor Kingdom Hearts 2 spielt. Weit vor Kingdom Hearts 2. Und in Birth by Sleep waren sie beide schon hier bei diesem Turm. Und daher wissen wir auch ganz genau, wer in diesem Turm auf uns warten wird, meine lieben Freunde. Aber die, die es nicht wissen, werden es bald noch erfahren. Aber erstmal wahrscheinlich jetzt gleich eine Cutscene? Nein, das kann ich nur einsammeln. Und jetzt Cutscene! Sonst sowas? Nö. Okay. Was machst du da? Ich habe ein paar meiner Lakaien reingeschickt, die rausfinden sollen, ob der Herr dieses Turms wirklich so viel drauf hat, wie man sagt. Es heißt, er sei ein mächtiger Zauberer. Damit wäre er der perfekte Leibwächter für mich. Ganz egal, wie stark er ist, sobald er ein Herzloser ist, tut er, was ich sage. Ein Herzloser? Ganz recht. Das sind die, die aus der Dunkelheit in den Herzen der Menschen geboren werden. Und mit den ganzen Herzlosen unter ihrem Kommando kann die Hexe Malefiz alles und jeden unterwerfen. Und da ich der guten Malefiz etwas schulde, bereise ich allerlei Welten und stelle eine Armee von Herzlosen zusammen. Extra für sie! Kapiert? Dann verschwindet! Warum erzähle ich euch Zwergen das alles? Ich bin auch so schon spät dran. Du solltest lieber was Netteres tun. Oh, sagt wer? Ihr zwei? Hallo? Was habt ihr zwei Nasen hier zu suchen? Was machst du denn hier? Ihr kennt ihn? Na und ob? Carlo war schon immer ein Unruhestifter. Seine Majestät hat ihn vor langer Zeit in eine andere Dimension verbannt. Wie konnte er bloß entkommen? Dann sperr mal die Schlappohren auf! Also, Malefiz hat mich befreit. Jawohl, und jetzt schnapp ich mir eure Welt. Ach was, gleich alle Welten da draußen. Und dann werde ich herrschen. Denn Malefiz hilft mir dabei, sie zu erobern. Malefiz, hm? Was gibt's da zu lachen? Malefiz macht es so groß, dass... Die gibt's nicht mehr. Hä? Pech für dich. Malefiz kann dir nicht mehr helfen. Was soll das heißen? Ihr drei! Das geht doch auf euer Konto! Nun, das könnte schon sein, ja. Herzlose! Kommt raus! Oh oh, das bedeutet Kloppe, Kloppe für die kleinen Schattenlurche. Aber warum sind die überhaupt da? Besiege alle Herzlosen! Wir haben doch Ansem besiegt. Warum sind Herzlose immer noch hier? Das gibt's ja wohl nicht. Und sie sind immer noch so knuffig wie damals. Ach, die Schattenleuchte, sie sind irgendwie süß. Zack. Eins waren wir selbst einer. Und zack. Aber das in Kingdom Hearts 1. Na wartet! Niemand, wirklich niemand legt sich mit dem mächtigen Carlo an! Sag mal, mächtiger Carlo, wer lebt eigentlich in diesem Turm?
Was? Das weißt du nicht? Na, der alte Jensit. Aber der ist inzwischen sicher schon zu einem Herzlosen geworden. Meister Jensit, jetzt hier? Jensit ist der Lehrmeister des Königs. Wow, klingt sehr mächtig. Wie wir eiskalt Carlo ignorieren. Aber naja, er ist halt nicht so wichtig oder so. Auf jeden Fall, ja, das stimmt ja. Carlo wurde ja von Malefiz befreit, nachdem er in Birth by Sleep verbannt wurde, vor 10 Jahren. Oder vor 11 Jahren mittlerweile. Und ja, jetzt, also das heißt, im gesamten ersten Teil ist er unterwegs gewesen und hat Welten bereist, um Herzlose zu sammeln für Malefiz. Okay, können wir wieder raus? Das sollten wir nicht, solange Carlo dort ist. When you say so. Carlo kommt ja wirklich ganz schön spät hierher. Es ist jetzt schon ein Jahr her, dass wir Malefiz besiegt haben. Naja, Berufsreisen und so, ne? Ich hätte nie gedacht, dass wir hier auf Carlo treffen könnten. Nicht auszudenken, wenn er nicht nur in unserer, sondern auch noch in dieser Welt sein Unwesen treibt. Tja, ja, Goofy. Tja, ja. Aber wenn Jensit hier lebt, dann muss das ja heißen, dass er ziemlich dick in der Hose ist. Die schwebende Treppe. Was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt, aber Herzlose, yeah! Kämpfen! Ich lieb es zu fighten. Geil. Oh, was ist das denn? Was ist das denn für ein Turm? Wie ist denn der aufgebaut? Besiege alle herzlosen Hosen. Was? Okay. Bam. Ich hab keine Magie, ich muss nur draufhauen. Zack. In your face, Mann, ihr geilen Face, Mann. Ja, richtig ins Face, du heulst ja gleich schon Tränen. Du bist dumm, aber trotzdem süß. Ich will dich als Plüschtier, du bist so knuffig. Yeah. So, komm her. Last one. Tschüss, Mann. Voll das Ding auf der Fresse geschlagen. Da fängt er an zu heulen, sage ich euch. Die Tür ist aktiviert. Na, dann gehen wir doch mal weiter. Immer diese mysteriöse Mucke hier. Die schwebende Treppe. Wir sind eine Etage weitergekommen. Und tschüss, Mann. 2 Erfahrungspunkte. Da haben ja die Dämmerlinge von Roxas mehr gegeben. Ey, Donald, zerstör mich. Ey, Donald. Nee. Warte mal, man kann die doch auch einstellen. Nee, das meine ich jetzt nicht. Bei Einstellungen. Einzelkämpfer. Der Gefährte kämpft mit seinen individuellen Kampftechniken. Gefährte konzentriert sich auf Zacken auf Zoras Ziel. Steht nahe bei Zora. Bekämpft ein anderes Ziel als Zora. Ich glaube, das ist mal sogar ganz praktisch. Obwohl. Der Gefährte bekämpft sein Ziel, bis es besiegt ist, bevor er sich ein neues sucht. Ich nehme mal da bei Goofy, dass er sich ein anderes sucht. Aber Donald kann mit mir zusammenkämpfen. Meinetwegen. Nächste Etage. Es ist so sexy. Oh, Klappersoldaten, Mann. Wie ich euch auch vermisst habe, ihr epileptischen Spastiker. Und tschüss, Mann. Boah, 10. Ey, der hat mich doch glatt gekratzt. Tschüss, Mann. Und den noch für dich. Voll in den Sack, ey. Ey, ihr kleinen Pussys. Och, Mann, du Sau, ey. Ich mach dich so fertig. Und guck mal hier. Wow, Zyklon. Alter, hab ich den fertig gemacht, oder was? Yeah, Abwehrkraft und Combo-Boost. Sehr geil. Ich glaube, nee, warte mal, was war Combo-Boost nochmal? Der Combo-Abschlussangriff macht mehr Schaden? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube ja. Oh yeah. Herzloser! Ich hab dich mal gehandelt. Na, ein Glück, dass wir wieder da sind. Dann herrscht in den Welten also gar kein Frieden? Naja, passiert, ist doch nicht schlimm, Sora. So, dafür gibt's ja dieses Spiel. Was haben wir denn hier? Erhöht den Schaden, den ein Kombo-Abschlussangriff verursacht, genau. Ich glaube, dann mache ich mal den weg. Dann können wir genau den hier anlegen. Weil das ist doch ganz praktisch. Obwohl, mache ich den lieber weg? Nee, ich behalte den noch. Reflektor benutze ich gerade eigentlich gar nicht. Deswegen ganz praktisch. Und weiter. Was erwartet uns jetzt hier?
Oh mein Gott, die schwebende Treppe. Sie ist immer noch da. Das ist wahrscheinlich die Final Stage, aber ich muss einmal kurz mal unterbrechen. Bis gleich, Freunde. Da wollte doch jemand glatt was von mir. Könnt ihr euch das vorstellen? Von mir. Und das beim Aufnehmen. Aber egal, wir sind jetzt wieder auf der Treppe. Und jetzt wollen wir zu dieser Tür, denn sie sieht episch aus. Okay, die wollen uns aber nicht reinlassen. Fick dich. Boah, das macht echt Schaden jetzt. Zyklon, Alter. Wie ich es ihnen gegeben habe. Und was kriegen wir? Einen Finstersplitter. Splitterig. Taco. Sora, etwas mehr Respekt. Du also bist Sora. Sagt, habt ihr denn den König schon getroffen? Ja, das haben wir, Meister, aber wir hatten kaum Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Ja, der König ist in letzter Zeit überaus beschäftigt. Daher obliegt jetzt mir die verantwortungsvolle Aufgabe, euch drei in allem zu unterweisen. Vor euch liegt eine gefahrenvolle Reise. Da gilt es, gut vorbereitet zu sein. Heißt das, wir müssen wieder eine Reise antreten? Ich hatte vor, meinen Freund Rico zu finden, damit wir zu den Inseln zurückkehren können. Sicher, ich weiß. Aber alles auf eurer Reise, Sora, ist miteinander verwoben. Ob du deinen Weg zurück zu den Inseln findest, ob du allein oder mit deinem Freund zurückkehrst und ob die Inseln noch da sein werden oder nicht, der Schlüssel zu alledem bist du, Sora. Ich bin... der Schlüssel? Auserwählter Träger des Schlüsselschwerts. Du bist der Schlüssel, der die Tür zum Licht öffnen wird. Dieses Buch enthält wertvolles Wissen für eure Reise. Studiere es sorgfältig. Sobald du fertig bist, sprechen wir über die Feinde, auf die ihr treffen werdet. Aha, okay. Jensid will, dass wir lesen. Nee. Nicht zumindest mehr in diesem Part, meine lieben Freunde. Ja, hier ist die Karte wahrscheinlich. Oh yeah! Ja, die Karte. Eine Karte der Umgebung. Wir müssen das Buch lesen, so wie Yen-Zid es gesagt hat, denn er ist allmächtig. Wir haben so lange geschlafen, wir müssen uns erstmal die Grundlagen vor Augen führen. Natürlich, wie drückt man X? Was für ein seltsamer Turm. Ich frage mich, zu welchem Zweck er wohl erbaut wurde. Keine Ahnung, er lebt hier? Abenteuerregel Nummer 8. An einem neuen Ort alles genau untersuchen. Okay, dann untersuche ich mal diese Bücher hier. All die Streiche, die der König vor langen Jahren, hey, angestellt hat, sind hier verzeichnet. All die Streiche? Boah, was ist das denn für ein Regal? Was ist das denn für ein Buch, Mann? Das ist ja so groß wie ich. What the fuck? Aber, ey, so ein Regal für ein Buch nur, wie scheiße. Und hier? In diesem Buch sind mächtige Zaubersprüche, die da geschrieben. Na, dann lies es doch, Donald oder Sora ebenfalls. Liest es. Na, egal, mein lieben Freunde, im nächsten Part lesen wir uns ein bisschen schlau in den Büchlein dort. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns an, was Yen-Zid über unsere neuen Feinde zu sagen hat, die in diesem Spiel uns schon ein paar Mal begegnet sind. Sagen wir mal, niemande. Also, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Tschüsselchen.